In unserer heutigen Welt versucht doch jeder in irgendeiner Art und Weise sich zu verbessern. Sei es der Beruf oder das geliebte Hobby. Der Mensch versucht, die selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Geplagt von Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, bis hin zu Zusammenbrüchen und unerklärlichen Gefühlsempfinden, ist es oft nicht leicht, das Ziel vor Augen zu halten. Einige schaffen es, den Fokus beizubehalten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und manche scheitern und schaffen es nicht, nach einigen Tiefpunkten wieder aufzustehen. Und das ist in Ordnung. Nicht alles verläuft nach Plan, wenn man sich vorstellt, wie das Leben manchmal ablaufen kann. Getroffen von Schicksalsschlägen, privaten Ereignissen, die sich auf die Psyche auswirken, ist es oftmals nicht leicht, den Überblick zu behalten. Irgendwann kann der Zeitpunkt kommen, wo man sich vielleicht nicht traut, den nächsten Schritt zu wagen, weil man die Angst hat, zu scheitern. Aber genau an diesem Punkt darf man nicht aufgeben und sollte sich der Angst stellen. Da stellt sich oft die Frage, aber wie soll ich denn jetzt weitermachen? Step by step. Es muss nicht alles von heute auf morgen passieren. Jeder Anfang ist schwer und mühselig. Doch der Schlüssel zur Veränderung ist in meinen Augen die Motivation anzufangen. Natürlich wird man das Gefühl haben, dass die Welt einen in den Abgrund reißen will. Doch mit jedem Scheitern wird man Neues dazulernen, welches zukünftig einem dann doch von Vorteil sein wird. Mit diesen Worten werde ich euch im Folgenden zeigen, wie ich versuche, einen meiner kleineren Ziele zu erfüllen. Und zwar mehrere Perspektiven in meine Videos einzubringen. Ich bin weder ein Profi noch ein Genie, was Filmproduktion angeht. Aber ich werde mein Bestes geben, um eine kleine Veränderung beizutragen. Und euch vielleicht mit diesem Ansatz auch zu motivieren, Neues in Erfahrung zu bringen und zu zeigen, dass mit einem einfachen Versuch im Endeffekt man doch einiges verändern kann, was schlussendlich einem selbst eine Riesenfreude bereiten kann. Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Folge auf BiebTV begrüßen. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Nach meinen morgendlichen Tätigkeiten habe ich beschlossen, das Projekt in die Wege zu leiten. Und so machte ich mich schlussendlich langsam auf den Weg. Also das Filmen in der U-Bahn war einmal super unangenehm. Vor allem jedes Mal, wenn ich die Kamera eingeschalten habe, war es natürlich Funkenstille und man hört hier dieses Du-Du-Dum und plötzlich drehen sich einfach alle um. Super unangenehm. Aber gut, ich glaube, das gehört dazu. Es hatte den Anschein, als würde sich alles zu meinen Gunsten fügen. Doch genau dann ging alles schief. Mein Kamerastativ fiel ständig um, meine Batterie lief nicht so, wie sie sollte, weil die Minustemperaturen meine Kamera zum Frieren brachten und der Wetterumschwung brachte mich an meine Grenzen. Meine Schuhwahl war jedoch nicht die beste, aber das habe ich mir wohl selbst zuzuschreiben. Geplagt von der Kälte und den Kamerabrüchen hatte ich dann wirklich keine Lust mehr und wollte eigentlich das Projekt abbrechen. Ich nahm mir kurz die Zeit, um mich zu sammeln
und beschloss doch, das Ganze durchzuziehen. Ich blendete die Kälte aus und versuchte, das Stativ mit Wurzeln zu befestigen. Nach gefühlt einer Ewigkeit war das Resultat, was herauskam. So, ich bin einmal gespannt, was wir hier finden werden. Ist das überhaupt an? Ja, sehr gut. So, hier piepst schon. Weit kann es auf jeden Fall nicht sein. Warte. Ist es eine Coin? Ja, es ist eine Coin. Sehr fein. Was für eine Münze ist es denn? Holen wir das Coinpad raus, aber ich denke zu wissen, dass es ein Kreuzer ist. Von einem Franz. Franz dem Zweiten. Der gute alte Franz. Wahrscheinlich stammt die Münze so aus 1800 oder so, nehme ich mal stark an. Ui. Die ist ja mal mega gut erhalten. Und aus dem Jahre 1800. Sehr fein. Aber irgendwie wirkt die Münze, als wäre es eine Fehlprägung. Weil das Wappen ist nicht direkt mittig, sondern es ist auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind unterschiedliche Abstände. Sehr interessant. Aber die Patina ist wunderschön, also unglaublich. Die Münze geben wir natürlich rein. Das werden wir noch schließen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Signal. So, meine Lieben, wir sind hier bei unserem nächsten Signal. Es ist ein Sichtfund. Und zwar ein 68er. Ich kann es schon erkennen. Und zwar ist es ein Handy. Ach du heilige Mother Mariah. Es ist noch ein ganz altes Nokia. Nein, oder? Oh weh. Also das Nokia wirkt, als könnte man es nicht mehr verwenden. Und die Wahltasten lassen sich hier auch gar nicht mehr wirklich drücken. Unglaublich. Also das ist das zweite Handy, was ich bis jetzt gefunden habe. Wobei das erste eigentlich nicht mehr vorhanden war. Aber ich muss sagen, das ist mein erstes schönes Handy. Richtig fein. Wenn man sich hier den Display anschaut, dann merkt man, dass sich da überall Kondenswasser gebildet hat. Also müsste das Handy rein theoretisch schon länger hier am Boden liegen, aber es war super oberflächlich. Ich meine, ich will jetzt keine wilden Vermutungen aufstellen, aber solche Handys werden ja ab und zu auch für nicht so legale Sachen verwendet. Da geben sie dann SIM-Karten rein und wenn sie dann die Nummer nicht mehr benötigen, dann werfen sie meistens das komplette Handy weg. Aber ja, könnte natürlich sein, muss aber nicht. Sehr schön, das nehmen wir natürlich mit und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Signal. So, meine Lieben, wir sind hier auch schon bei unserem nächsten Signal. Und zwar war das ein 43er. Hier ist wieder so eine Erd-Sand-Mischung. Ganz komisch wieder. Ah, da piepst schon. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist eine Kette, oder? So. Ich glaube aber nicht, dass es Gold oder ähnliches ist. Und ich glaube, dass es eine Modeschmuckkette ist. Aber was ist auf der zu erkennen? Da ist auf jeden Fall ein Herz zu sehen. Ich glaube, dass durch das Herz die eigentliche Kette durchgegeben wurde. Und hier haben wir so eine Art Schmetterlingblume. Also irgend sowas wird wahrscheinlich eine weibliche Person getragen haben. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, es kann natürlich auch von einem Mann getragen werden, aber ich nehme stark an, dass es von einem kleinen Mädchen war. Vom Material her könnte es Messing sein, weil es ist relativ robust und auch nicht allzu leicht. Ja, aber ein sehr, sehr schöner Fund. Die nehmen wir natürlich mit. Et voilà. Das werden wir noch schließen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Signal. So, hier haben wir unser nächstes Signal und zwar ein sehr reines 64er. Ich bin schon mal gespannt,
was uns hier erwarten könnte. Es hat sich schon fast nach einer Münze angehört, aber irgendwie auch nicht. Oh. Ja, ich habe daraus gelernt, immer eine Hand davor halten. Dann kann auch nichts passieren. Ah, da piepst schon. Hier müsste es irgendwo sein. Ah ja, da haben wir schon was. Okay. Den ersten Blick liegt es wie eine Schildkröte. Ist das vielleicht wieder eine Kette? Könnte gut sein. Ich hole mal das Coinpad raus, das ist ein bisschen aufreinigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Schildkröte ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, es ist sogar eine sehr, sehr schöne Schildkröte. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine Art von Kette mal war, aber irgendwie fehlt mir da die Öse. Hier oben ist irgendwas abgebrochen, beziehungsweise nein, das ist der Schweif, beziehungsweise der Schwanz. Hier oben fehlt der Kopf. Könnte vielleicht auch nur Deko sein. Auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, man erkennt hier noch so eine ganz kleine Schildkröte auf der Mutterschildkröte sozusagen. Beziehungsweise es kann auch ein Glücksbringer sein. Man weiß es nicht. Haben euch die Perspektiven gefallen oder war das alles nur für die Tonne? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vielleicht habt ja ihr die eine oder andere Idee, wie man noch die verborgenen Gegenstände besser präsentieren könnte. Geht raus und versucht einfach neue Dinge aus. Mit diesen Worten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Signal. Euer BeepTV.